Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute geht es mit dem Thema Musik weiter. Aber antwortet bitte zuerst. Wart ihr schon auf einem Konzert? Wann war das? Hat es euch gefallen? Wenn nein, möchtet ihr ein Konzert besuchen? Warum? Heute besprechen wir also das Thema Eindrücke vom Konzert. Dabei lernt ihr, eure Meinung äußern und begründen, ins Konzert einladen und Dialoge über Eindrücke nach dem Konzert führen. Wie findet ihr diese Musik? Wie kann Musik auf uns wirken? Welche Gefühle können verschiedene Musikgenres bei euch hervorrufen? Schreibt die Adjektive in den Klammern richtig. Stoppt das Video und macht die Aufgabe. Wollen wir eure Ergebnisse überprüfen? Bei diesem Lied werde ich immer ganz melancholisch und traurig. Ich mag Salsa Musik, da habe ich immer gleich Laune und könnte fröhlich die ganze Nacht durchtanzen. Puh, die Oper ist mir zu anstrengend und schwer. Ich mag leichte Musik. Die Melodie gefällt mir, aber im Text gibt es viele Stellen zum Thema Gewalt. Das ist viel zu aggressiv und radikal. Ich will eine entspannte Musik schaffen, die man auch völlig unvorbereitet hören kann. Ich finde die meisten Lieder der Popmusiker langweilig und höre gern klassische Musik. Eine zärtliche, herzbewegende Melodie erfüllte den Raum. Harmonische Musik kann heilen und ist auch Genuss. Wie lädt man ins Konzert ein? Spielt eure Dialoge. Zum Beispiel, ich habe zwei Karten für das Konzert der Volksmusik. Danke, diese Musik ist nicht für mich. Sie ist langweilig. Dabei könnt ihr die Redemittel aus dem Kasten gebrauchen. Fasziniert oder faszinierend? Wie unterscheiden sich diese Wörter? Zum Beispiel, die Musik hat die Zuhörer fasziniert. Die Musik ist faszinierend. Stoppt bitte das Video und macht die Übung.
Prüfen wir eure Ergebnisse. Die Operette ist faszinierend. Die Operette hat die Zuhörer fasziniert. Die Sendung ist faszinierend. Die Sendung hat die Kinder fasziniert. Das Lied hat die Fans fasziniert. Das Lied ist faszinierend. Der Film hat die Zuschauer fasziniert. Der Film ist faszinierend. Hört nun das Gespräch. Wem hat das Konzert gefallen? Anton oder Nadine? Sag mal, hat dir das Konzert gefallen? Oh ja, besonders die erste Band war super. Ich fand sie langweilig. Wieso? Die Sänger hatte keine gute Stimme. Ich finde, er hat toll gesungen und auch die Texte waren gut. Aber der Gitarrist hat zu viele Solos gespielt. Da habe ich einen anderen Eindruck. Der Gitarrist hat am besten gespielt. Ehrlich gesagt, alle Bands haben mir nicht gefallen. Na ja, aber die Stimmung im Publikum war sehr gut. Ja, die Stimmung war okay, aber alle Bands haben zu laut gespielt. Besonders die zweite Band. Ach, laut ist es immer. Ich hatte großen Spaß. Hört das Gespräch zum zweiten Mal und ergänzt die Bewertungen in der Tabelle. Sag mal, hat dir das Konzert gefallen? Oh ja, besonders die erste Band war super. Ich fand sie langweilig. Wieso? Die Sänger hatte keine gute Stimme. Ich finde, er hat toll gesungen und auch die Texte waren gut. Aber der Gitarrist hat zu viele Solos gespielt. Da habe ich einen anderen Eindruck. Der Gitarrist hat am besten gespielt. Ehrlich gesagt, alle Bands haben mir nicht gefallen. Na ja, aber die Stimmung im Publikum war sehr gut. Ja, die Stimmung war okay, aber alle Bands haben zu laut gespielt. Besonders die zweite Band. Ach, laut ist es immer. Ich hatte großen Spaß. Lest das Gespräch und überprüft eure Tabellen. Lest das Gespräch mit verteilten Rollen und spielt es. Spielt eure Gespräche nach dem Konzert. Die erste Person ist zufrieden. Der zweiten Person hat das Konzert nicht gefallen. Gebraucht dabei die Redemittel aus dem Kasten. Ihr habt eine Aufgabe bekommen, ein Programm für Musikwoche in Belarus zusammenzustellen. Welche Bands, Sänger, Orchester möchtet ihr einladen? Begründet eure Wahl. So, das war's für heute. Danke für eure aktive Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal.